Depression ist mehr, viel mehr als Deprimiertheit, die wir alle kennen. Depression bremst einen Menschen aus, ja blockiert ihn. Hauptsymptome der Depression sind dann auch Niedergeschlagenheit und Antriebsverlust. Daneben körperliche Symptome, Schlafstörungen, vor allem auch frühmorgendliches quälendes Erwachen, Appetitmangel und auch weitere psychische Symptome wie Selbstvorwürfe. Man fühlt sich als Versager, als nichts wert, bis hin zu Suizidideen. Anders als in vielen anderen Ländern ist die Suizidrate in der Schweiz sehr hoch. Man weiß, dass bei allen Suizidtaten, also Selbsttötungstaten, in etwa 90% eine seelische Erkrankung vorliegt. Und in 2/3 der Fälle ist das, wenn wir alle Altersgruppen anschauen, eine Depression, und zwar in der Regel eine nicht erkannte und nicht behandelte. Für eine erfolgreiche Therapie sollten sich die Betroffenen zu einem Facharzt begehen, das heißt zu einem Psychiater, zu einem Psychotherapeuten. Einerseits sicher professionelle Hilfe zu holen, und aber auch die familiäre Unterstützung ist sehr wichtig, denn es ist ein Hafen für die Betroffenen, immer wieder dort zurückzukehren, um dort aufzutanken. Allein um die psychosozialen Folgen abzumildern, ist Früherkennung wichtig. Und der zweite wichtige Grund ist, dass die Behandlungen auch umso wirksamer sind, je früher sie beginnen. Und die Depression ist eine Erkrankung, die man sehr gut behandeln kann, wenn man sie denn auch wirklich kunstgerecht behandelt. Depressionen haben viele Gesichter, von Mensch zu Mensch ganz unterschiedliche. Und sie können auch ganz verschieden verlaufen. Einerseits heftig und kurz, andererseits schleichend und anhaltend. Einmal nur depressiv, dann auch Menschen, die neben Depressionen auch Manien erleiden. So gibt es eine ganze Palette von depressiven Formen. Sie betrifft etwa, je nachdem, welchen Schweregrad man mit einbezieht, weil es ja auch leichtere Formen gibt, etwa jeden 10. irgendwann im Leben. Frauen doppelt so häufig wie Männer. Um das Stigma zu reduzieren in der Bevölkerung, braucht es sehr viel Offenheit von den Betroffenen, aber auch Offenheit der Nicht-Betroffenen, um über diese Krankheit zu sprechen. Der Depressive empfindet anders, fühlt anders, denkt anders, handelt anders. Und im Zusammenhang mit dieser grundsätzlichen Veränderung des ganzen Menschen findet sich auch eine Veränderung des Hirnstoffwechsels. Es findet sich eine Veränderung bestimmter Hirnareale in ihrer Aktivität. Es gibt aber auch gemeinsames Auftreten von Depressionen mit anderen seelischen Erkrankungen. Hier ist insbesondere der Zusammenhang zwischen Depression und Angst zu benennen. Depression und Angst kommt häufig zusammen vor. Und man weiß, wenn beides zusammen auftritt, ist die Behandlung schwieriger, auch der Verlauf schwieriger. Es gibt auch Zusammenhang zwischen Depression und Suchterkrankungen. Also auch bei zum Beispiel Alkoholkranken spielt Depression eine wichtige Rolle.